live aus dem Ballroom des ORF. Bitte begrüßen Sie Christina Inhof und Klaus Eberhardinger. Schönen guten Abend bei Dancing Stars. Herzlich willkommen in unserem Ballroom. Ja, es war eine heftige Woche für uns alle. Nicht nur für Sie zu Hause, sondern auch für unsere Profis, unsere Promis und ja, einfach für uns alle. Aber eines war ganz schnell klar. Die Freude am Tanzen, die lassen wir uns nicht nehmen. Keinen Fall, weil gerade in schwierigen Zeiten und in dunklen Tagen braucht es auch ein bisschen Licht und Unterhaltung. Und das wird Ihnen auch heute wieder verlässlich ins Wohnzimmer geliefert von unseren Dancing Stars. Paar 03, der Moderator Norbert Oberhauser und Katharina Malek. Paar 04, Skiweltmeisterin Michi Kirchgasser und Vadim Garbuso. Paar 05 sind Sänger César Sampson und Conny Kreuter. Paar 07, Fußballlegende Andi Ogris und Vesela Dimova. Paar 08 sind die Moderatorin Silvia Schneider und Danilo Campisi. Und Paar 10 sind Opernstar Natalia Uschakova und Stefan Herzog. Nicht mehr im Wettbewerb seit letzten Freitag sind ja Editha Maloftic und Florian Warner. Die beiden sind aufgrund der bekannten Ausgangsbeschränkungen genauso wie unser Saalpublikum heute zu Hause. Aber wir schicken natürlich von dieser Stelle aus ganz liebe Grüße an Editha und Florian. Und Editha wünscht euch, also den Paaren, alles Gute für heute Abend. Und ihre Worte sind, keep on rocking! Ja, diese Motivation können unsere Tanzpaare gut gebrauchen, denn heute wartet auf sie eine völlig neue Herausforderung. Nach den Einzeltänzen wird es hier am Dancing Stars Parkett nämlich eine Premiere geben. Ja genau, und zwar Tanzduelle. Tanzduelle, da tanzen zwei Paare gleichzeitig auf diesem Parkett zur selben Musik mit einem gleichen Tanzstil. Und wer dann gewinnt, der bekommt 3 Extrapunkte. Von wem? Eklor. Von unserer internationalen Fachjury. Der 7-fache Weltmeistertrainer Dirk Heidemann. Guten Abend. Solotänzerin und Choreografin Karina Sarkisova. Und der ehemalige Weltmeister, Tänzer und Tanzschulbesitzer Bolasch Ecker. Hallo. Zum Glück nicht im Homeoffice sind die Sänger und Musiker unserer großartigen Liveband. Unter der musikalischen Leitung von Thomas Rawitsch, dirigiert von Herbert Fischler, das Dancing Stars Live Orchester. We'll be right back.
Das Dancing Stars Live Orchester. Und wir beginnen heute mit einem Miss Hello Fox von Panel 8. Moderatorin Silvia Schneider und Danilo Campisi. Letzter Freitag, da haben wir wieder mal was riskiert. Und es ist uns auch teilweise gelungen, die Jury zu überzeugen. Nicht ganz. Letzte Woche habe ich gesagt, habe ich viel zu viel Silvia gehabt. Diese Woche sage ich, habe ich viel zu viel Danilo. Aber diese Recherche, diese Suche nach unserer Top-Leistung geht noch weiter und wir geben nicht auf. Grüß Gott. Hallo. Setz dich mal her, ich mag mit dir reden. Ja, reden wir mal. Okay. Ich kriege schon die Panik, wenn ich höre, Danilo, wir müssen reden. Sag ich, oh Gott, du bist der beste Partner, den man haben kann. Also wenn die Silvia beginnt mit, mein lieber Danilo, du bist der beste Tanzpartner der Welt. Und ich habe eine Mordsfreude, sobald ich aufs Tanzparkett gehe. Dann, ich weiß schon, jetzt kommt irgendwas, ja. Was gefällt dir nicht an dieser wunderschönen... Ich finde, die Hebefigur ist nicht so schön. Ihr Männer habt es wirklich nicht leicht. Ich muss das jetzt einmal offen und ehrlich so sagen. Bist du sicher, dass das so auseinandergeht? Warte. Ich ruf mal ein anderer Profi und frage nach. Die Vorschläge von der Silvia werden immer regelmäßiger. Ich hätte gerne Folgendes, und zwar was anderes. Du improvisierst gerade. Ja, natürlich. Was anderes einmal. Jetzt, Silvia darf diesen Slowfox regieren. Ich? Ja, wer? Schaust du hinter dir, wer? Komm jetzt noch mal her da mit deiner. Das brauche ich manchmal. Ja, und ich weiß, dass du das brauchst und ich brauche das auch und so machen wir das. Paar 08 tanzt einen Slowfox. Hier sind Silvia Schneider und Danilo Campisi. Jungs haben gelacht, doch mir hat überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß, ihre Beine so lang. Bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen. Als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht, habe ich Nein, danke auf meinen Partner gelegt. Das hat sie damals alles nicht interessiert, doch seitdem weiß ich, wer die Welt regiert. Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen. Und dann öffnet sich Tasche und Herz. Und dann kaufst du einen Ring und Netz. Dann lass sie verblicken. Und schon ändert sich deine Politik. Da gibt es ganz viele Küsschen für den Danilo. Und wow, was war das für ein schöner Eröffnungstanz. Ihr beiden, Frauen regieren die Welt. Das war das Lied und man hat auch gesehen, Frauen regieren bei euch im Training. Seid ihr euch jetzt wieder einig, wer Promi und wer Profi ist? Ein gutes Team arbeitet zusammen. Letztendlich bin ich der Profi natürlich, aber ich bin sehr dankbar, wenn Silvia mit guten Ideen zum Training kommt. Und ich glaube, dass wir als Team immer schöner gemeinsam wachsen. Und man kann ja voneinander gegenseitig lernen. Genau. Also ich glaube, es war jetzt der einzige Tanz, der mir gebührt hat, wo ich ein bisschen mitreden habe dürfen. Jetzt regiert dann wieder der Danilo. Ja. Und das Publikum, wie war es, vor diesem besonderen Publikum zu tanzen?
Es war eigentlich wirklich toll, weil ich finde es super, dass der Herr Betzner genau der Carina über die Schulter blickt. Besser kann es eigentlich gar nicht sein. Und man blickt in die ganzen lieben Gesichter vergangener Stars und alle sind gut gelaunt. Es passt, so ist es. Ein vergangener Star bei Dancing Stars war auch Bolasch Ecker und der wird uns jetzt als erstes erzählen, wie es ihm gefallen hat. Ich hätte jetzt gern, dass ich nur als Puppe da sitze, glaube ich. Aber ich krieg's das nicht so schnell. Letzte Woche habe ich gesagt, oder besser gesagt, du hast gefragt, was soll ich machen? Du bist wahrscheinlich nicht verheiratet, oder Danilo? Nein. Wenn du verheiratet wärst, dann würdest du wissen, wenn ein Mann nicht weiß, wie es weitergeht, dann fragt die Frau. Okay. Die Silvia hat eigentlich deine Frage beantwortet und leider Gottes muss ich zugeben, die Frage wurde gut beantwortet. Genau das wollte ich und möchte ich auch in der Zukunft sehen. Ein reines Low-Foxtrot mit den klassischen Elementen, nicht viel Tütütata, eine kleine Geschichte, die dann durchgeht und schön mit einem Happy End endet. So hätten wir das gern. Danke. Ich spüre eine Annäherung zwischen Bollasch und euch so beiden. So schön. Carina, bitteschön. Bin ich froh, Silvia, dass dieser Petzner jetzt nicht auf den Jurytisch springen kann. Ob wir den so absichtlich platziert haben, Carina, ich weiß es nicht. Na, ich weiß es dafür. Also, Silvia, jetzt bei diesem Tanz hat man sehr viel Ballettliches gesehen und auch sehr viel sehen können, dass sie Ballettunterricht nehmen. Da hat meine Ex-Kollegin vieles richtig gemacht, ja? Und dass sie auch dass sozusagen die Führung hatten, hat diesen Tanz zu einem Balletttanz verwandelt. Diese Fischheber und die schönen Hände und sie sehen mittlerweile wie eine Ballerina aus. Ja, also es hat mich zauberhaft, märchenhaft mitgenommen. Ich glaube, sie ist neidisch. Sie ist neidisch. Worauf? Ja, auf diese schöne Vorführung vielleicht, oder? Also dann würde ich wahrscheinlich was Schlechtes sagen, wenn ich neidisch wäre. Keine Ahnung. Ich lobe vielleicht das hier nur. Nein. Es kommt überhaupt nicht Schlechtes. Bolasch, ich bin kein neidischer Mensch. Ich freue mich für Sie, dass Sie eben sich so in diese Richtung... Es fehlt mir noch ein bisschen das Augenaufschlag. Ich muss Ihnen zugeben, dass ich die Probe gesehen habe mit einem Auge. Sie haben mich nicht gesehen. Da haben Sie die Augen ganz offen gehabt. Aber jetzt... wahrscheinlich, weil es Live-Show ist, gehen die Augen zu und das Lächeln bleibt. Passen Sie drauf noch auf. Ja? Ansonsten wunderschön. Dankeschön, Carina. Dirk, was sagst du zum heutigen Eröffnungs? Ja, also ich habe euch ja immer sehr in den Himmel gehoben, weil ich das immer sehr mochte. Aber ich habe natürlich auch einen besonderen Anspruch aus bekannten Gründen an euch. Dein Outfit ist cool, habe ich schon auf Instagram gesehen. Aber du siehst sonst besser aus. Und der Slow Fox war okay. Bloß mir fehlte ein bisschen das Swing-Feeling. Eine tolle Idee mit dem Wechsel, dass du auf einmal Silvia als Herr tanzt. Ja, das war wirklich gut. Technisch in Ordnung. Mir fehlte ein bisschen das Swing-Feeling, das Hören der Musik. Ja, im Swing. Das fehlte mir sehr. Es war mir etwas zu hart und nicht swingig genug. Deswegen ist es noch nicht so S-Klasse, sondern wieder mal A-Klasse. Aber A-Klasse plus. Ja? Dankeschön an die Jury. Danke, Silvia, Danilo. Ab geht's zum Klaus. Die Kommentare der Jury, die bekommen wir natürlich auch gleich nochmal in Zahlen ausgedrückt. Aber Sie zu Hause, Sie müssen nicht auf die Wertung warten, um Silvia und Danilo zu unterstützen. Anrufen oder SMS schicken geht natürlich schon jetzt. 09010 59 09 08. Daniel, ich hab dich noch nie mit... Sind das echte? Sind das optische Brillen? Wer bist du? Das sind optische, aber du brauchst sie nicht oder so. Nein. Ich sehe kaum was, aber wir sind noch bei deinem Leben. Also alles gut. Das weißt du. Ich meine, der Dirk unter uns sagt, der muss halt immer ein bisschen motzen. Ist er Deutscher? Nein, ich mag das schon, wenn die Jury uns fordert und ich finde das toll, dass wir da immer wieder Ätzes bekommen für was Neues und mehr und wir hauen uns wirklich gern rein und nehmen das sehr ernst. Jetzt, das Publikum war übrigens begeistert, ja. Wenn du jetzt umschaust, sind jetzt noch ganz platt. Also,
wie auch dieser Gag. Jetzt, Frauen regieren die Welt, ein Song von Roger Cicero, ja, den wir alle sehr mögen haben. Kannst du diesen Satz unterschreiben? Ich kann den Satz nur bedingt unterschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag ihn sehr, ich habe den Roger auch kennengelernt und habe dieses Lied auch von ihm immer sehr, sehr gerne gehabt. Und ja, Frauen regieren die Welt, aber ich finde, die Männer machen das teilweise auch ganz gut und am besten machen wir es gemeinsam. Und jetzt lassen wir das einfach mal so stehen. Also die Männer müssen nicht immer wissen, dass wir das so im Hintergrund dann doch irgendwie drehen, wie wir glauben, dass wir es gerne für die Höflichkeit, danke. Also ich bin sicher, du glaubst natürlich, dass Frauen die Welt regieren sollten. Das heißt ja, dann gäbe es weniger Kriege. Allerdings viele Länder, die aufeinander eifersüchtig waren und nie mehr miteinander reden taten. Aber die Mode war ein Glas. Was? Die Mode war ein Glas. Aber es waren starke Frauen in deinem Leben. Ja. Also ich weiß, deine Mutter war doch sehr bestimmt. Mit der du übrigens, stimmt das wirklich, du gehst mit ihr täglich Tee trinken? Täglich wäre übertrieben, weil täglich dann wir trainieren momentan. Ja, aber ja, die Mama ist aus Polen und Tee ist da ganz an der Tagesordnung. Wir trinken Tee zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Und es ist schon so ein bisschen ein Ritual, dass man nach Hause kommt und dann trinkt man mal einen Tee und dann wirft sie mir was an den Kopf, ich werfe ihr was an den Kopf und der Tee wird kalt meistens. Gut, ich glaube, in dem Tee ist was drinnen. Ich habe nicht gewusst, dass Polen so begeisterte Teetrinker sind. Ja, ja. Habe ich was anderes gehört. Aber es passt dann, dass man sich dann später was am Kopf wirft. Aber die Mama ist so, die war immer bestimmend, oder? Sie hat dich aufgepasst auf dich. Nein, die Mama ist eine ganz liebevolle, tolle Mama und die aber sehr genau weiß, was sie will und das auch mitteilen kann. Und der Papa hat das immer so auch liebevoll dann aufgefangen und gemeinsam waren die sehr stark. Aber ja, Mama, liebe Grüße an die Mama. Was soll ich jetzt im Fernsehen über meine Mutter sagen, Klaus? Jetzt kannst du, wir sind unter uns, du kannst ein bisschen ausschauen. War sie streng? Nein, aber sie gibt den Danilo-Tanztipps, was ich sehr lustig finde. Weil wenn er sich aufregt, dass ich ihm was sage, dann die Mama macht es dann hintenrum. Ich bekomme WhatsApp-Nachrichten von der Frau Martha. Hallo Martha. mit Hinweise und auch so Unterstützung. Ja, vielleicht die Figur kannst du einbauen. Und das hat die Silvia nicht so gut gemacht. Also, es ist ein Traum, mit dem Team Schneider zu arbeiten. Sehr, ja. Gut. Die Mama ist die Frau Dr. Schneider, die hat es gerne mal ausgeschneidert. Also, bitte. Frauen mögen die Welt regieren, vielleicht oder in der Zukunft. Die Jury wird von Männern regiert, glauben Sie. Die Punkte bitte. Hier kommt sie, die erste Jurywertung des Abends, Dirk Heidemann. War sehr gut, aber heute nur eine 8. Karina Sakisova. Glauben Sie mir, Frauen regieren die Welt. Aber einen Punkt lassen wir den Männern. 9. Und Bolasch Ecker. Reines Tanzen mit lesbarer Charakteristik. So hätte ich das gern auch für die Zukunft. Daher 9 Punkte. Das sind für den Auftakt für euch 26 Punkte. 26 Punkte. Ihr seid glücklich, ihr seid zufrieden. Vielen Dank. Geht euch Dankeschön. Umziehen und setzt euch ins Publikum. So, das nächste Paar steht schon bereit. Es ist Paar 10. Opernstar Natalia Uschakova und Stefan Herzog. In den Opernhäusern dieser Welt performt sie souverän und locker. Aber Dancing Stars ist für Natalia jede Woche ein Stresstest. Deshalb war ihr Plan für diese Woche locker werden. Aber wenn man etwas so unbedingt will, also unbedingt locker werden will, dann macht das ja irgendwie auch schon wieder Stress. Es war eine super coole Show. Ich habe dieses Halloween-Thema geliebt. Mir hat unglaublich gut gefallen, die Lille Monster zu spielen. Der Tango war nicht schlecht, aber das war ein bisschen gestresst. Und jetzt will ich diesen Stress einfach verabschieden. Das einfach lockerer werden. Das ist mein Ziel jetzt. Wie geht's dir? Ich bin müde, aber ich bin motiviert. Natalia hat mir das gleich erzählt, was ihr Ziel jetzt ist für die nächste Woche. Und dann habe ich gedacht, wow, cool. Dass ich möchte genießen, diese wunderschönen Schritte. Und dann hat sie sich hingestellt und ich habe sofort gemerkt, puh, irgendwie wirkt sie eigentlich extrem gestresst gerade. Tschatschatschat. Falscher Fuß. Ich bin so gute Sängerin und so schlechte Tänzerin. Das stresst mich. Weil ich auf die Opernbühne komme, ich vergesse alles und das läuft. Aber hier, ich bin absolut grüne Anfängerin. Das war nur ein Scherz.
und ich schäme mich, sage, ach, hoffentlich bin ich nicht der Schlimmste und Schierste und auch so peinlichste Tänzerin. Ui, ui, ui. Das musst du mir nur vorher sagen. Entschuldigung. Diese Freiheit zu bekommen jetzt beim Tanzen, das ist eine schwierige Aufgabe. Und das geht natürlich nicht von einer Sekunde auf die andere. Ärger dich nicht so. Nein, wir sind gerade beim Choreo-Lernen. Ja, da dürfen wirklich jetzt auch Fehler passieren. Ich muss langsamer gehen. Ein Schritt, zwei Schritt und dann wieder. Deswegen super. Machen wir mehrmals. Und dann plötzlich kommt Sicherheit auch. Cha-cha, geh streckt. Oh, gut. Und dann plötzlich lebst du deinen Tanz. Fast Orgasmus bekommen bei jedem Schritt. Und ich glaube, das ist meine Strategie jetzt. Aha, siehst du? Das war schon viel besser. Paar 10 tanzt einen Cha-Cha-Cha. Hier sind Natalia Uschakova und Stefan Herzog. Natalia und Stefan, ihr habt es auch geschafft für heute zum ersten Mal vor besonderem Publikum. Hat das ein bisschen geholfen, lockerer zu werden, Natalia? Also auf jeden Fall. Ich sehe wunderbare, schöne Gesichter und viele diese Menschen, fantastische Menschen haben mitgemacht. Und natürlich, das hilft und du auch. Hast es genossen. Aber das ist so, unser Maestro Kurt hat so Fantastisches gemacht, das ist wirklich, schaut echt aus. Natalia, ich lasse euch jetzt mal ein bisschen durchatmen. Ihr zwei habt schon gearbeitet, den Rest lassen wir jetzt noch unsere Jury tun. Bitte, Carina. Ja, sehr interessant war das. Gar nicht schlecht. Natalia, also erstens steht Ihnen die neue Figur fantastisch. Das muss man zugeben. Und ich habe auch sehr viele präzise, konkrete Schritte gesehen, die sehr tänzerisch hochwertig und sehr intelligent bedacht und gut gemacht sind. Tolle Choreografie, bis auf ein paar Bewegungen, die ich nicht mag, diese wilde Hähne-Bewegungen. Aber das sind Sie einfach, das genießen Sie und bei denen geht der Mund auf und alles geht auf und Sie schreien auf. Ich weiß, das hat man ein paar Mal gesehen. nicht im schlechten Sinne. So, absolut positiv, sehr viel verbessert und ich wünsche Ihnen viele Anrufe. Ich werde auf jeden Fall auch meine Note erhöhen. Da sind wir gespannt. Danke. Dankeschön, Carina. Danke. Dirk, wie hat dir der Cha-Cha-Cha gefallen? Ja, ich meine, ich will nochmal Carina auch nochmal
wiederholen, dass du, Natalia, so toll aussiehst. Also diese Sendung ist für dich ein, ich weiß nicht, was das macht. Vielleicht können wir das mal besprechen. Ich kann es auch gebrauchen, ja. Du siehst fantastisch aus, figürlich, wie auch vom Gesicht. Du bist, hast dich gegenüber am Anfang so positiv verändert. Wunderschön, ja. Also wunderschönes Outfit, wunderschönes Kleid, ja. So, die Choreografie war okay, aber nothing special, muss ich dazu sagen, ja. Die Locksteps waren okay, aber alle ein bisschen schnell. Wenn du Cha-Cha-Rhythmus hast, hast du 1-2-3-Cha-Cha, 1-2-3-Cha-Cha. Also Viertelnote, 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 Achtel, Achtel, Viertelnote, Viertelnote, Viertel. Und das Cha-Cha-Cha war immer Cha-Cha, Cha-Cha-Cha, war zu schnell, war nicht so schön in der Musik. Und ich fand dich auch ein bisschen nachgedacht, aber trotzdem immer noch auf einem guten Wege weiter. So, bitte. Ja, verbessert. Mhm. Danke. Auch Dirk sieht eine Verbesserung. Bolasch ebenso. Man kann natürlich über Figur, Kleid, Outfit anfangen zu streiten. Einem gefällt es, anderem nicht so. Man kann jemanden sympathisch oder weniger sympathisch finden. Man kann jemanden vielleicht auch ein bisschen übertrieben finden. Ich finde sie ja auch teilweise als Person ein bisschen übertrieben. Habe ich auch nie verleugnet. Aber eins muss man lassen. Sie haben sehr viel Respekt gegenüber Tanzen gezeigt und das spiegelt sich auch in ihrer Leistung wieder. Ihre Technik verbessert sich von Woche auf Woche und solche Stellen, die wahnsinnig einfach ausschauen, wie zum Beispiel Locksteps, viele hintereinander, ganz allein. Ich unterrichte viele erwachsene Leute, aber ich sage denen auch ehrlich, die schauen nicht gut aus dabei. Aber sie haben sogar geschafft, bei diesem Solo-Lockstep, wo vom Tänzer, vom Profi nichts zu sehen war, halbwegs gut auszuschauen. Und das nach 5 Wochen. Ich finde, das ist eine großartige Leistung. Danke, Balasch. Danke, danke, danke. Ich glaube, fast hört man den Stein, der der Natalia jetzt vom Herzen gefallen ist. Ich glaube, das habt ihr gut gemacht. Danke vielmals. Danke, Christine. Ab geht's an die Bar. Ihr könnt euch jetzt ein bisschen entspannen, denn Natalia und Stefan haben die erste Prüfung des Abends hinter sich gebracht. Das Tanzduell gegen ein anderes Paar, das steht aber noch aus. Sie zu Hause, Sie können die beiden aber jetzt schon unterstützen. Wenn Sie sie nächsten Freitag wiedersehen wollen, dann rufen Sie bitte gerne an. 090 10 59 09 10. Also, ich weiß, Natalia, du bist immer nervöser und du willst dein Bestes geben. Aber perfekt, wieder einen Tanz abgeliefert. Das ist die 6. Show und eines ist aufgefallen. Jedes Mal, wenn es ums Voting geht, um die Entscheidung, schaust du überrascht, dass du weitergekommen bist. Aber du hast gute Fans, ganz offensichtlich, auch wenn du selber an dir zweifelst. Gut, heute, das Feedback war großartig. Wer sind deine Fans? Also, lieber Klaus, ich habe wirklich besondere Fans. Ich habe das über Jahre gemerkt. Meine Fans ist bis circa 10 Jahre alt und dann ab 90. Das ist meine Fans, ja. Aber das ist wirklich unglaublich. Ich habe schon... ja, das ist wirklich treue Fans. Und also Jungs bis 10 Jahre finden mich so schön. Und so. Sie wollen gleich heiraten mich. Ja, so oft habe ich Heiratanträge bekommen. Zum Beispiel vor 3 Tagen ein Junge hat gesagt, weißt du was, heiraten wir? Wie alt war der? 5,5. Sei vorsichtig. Ja. Ich habe gesagt, ja. Also, wie wäre es jetzt vielleicht, ja, ja. Ja, ja. Und ja, das, also meine sehr berühmte Freundin hat einen Sohn und dieser Sohn hat immer mich gepuselt und mich gestreichelt und so. Frau Netrebko, können wir ruhig mal sagen. Ja. Ja. Und dann Anna hat gesagt, ah, Thiago, ich verstehe dich. Sie ist wirklich... nicht so hässlich, also, aber viel, viel zu alt für dich. Aber so eine Schwiegertochter würde sie auch sich wünschen. Aber du sagst, du hast auch
alte Fans, also jetzt ja, nicht 90, ja. Sagen wir mal ab 90. 70. Ab 90. Also vom Opernstar zum Star der Opas. Ja, das ist interessant. Genau. Aber das Oper ist also schon wirklich so sehr reife Menschen gehen zu Oper und sehr, sehr selten junge Leute. Und deswegen habe ich also viele erwachsene Herren, welche mir also Gedichte schreiben, auch Heiratanträge geben und so Rosen zum Beispiel schicken. Also, zum Beispiel einmal habe ich bekommen 150 rote Rosen nach Arena di Verona, wo ich da debütiert habe. Ich habe 150 rote Rosen von einem Herrn bekommen und ja, mit so Liebesgeschichte und so. Ja, das ist interessant, aber... Aber offensichtlich, es funktioniert. Du bist immer noch in der Show, du kriegst genug Anrufe, genug SMS. Unsere Jury ist altersmäßig eher Mittelbau, würde ich mal sagen. Das ist, um jetzt auch ein paar Rosen zu streuen. Und wir hoffen, dass sie jetzt euch, also außer den schönen Worten, auch ein paar Punkte Rosen streuen. Ja. Schauen wir mal. Das ist die Wertung für euren Cha-Cha-Cha. Dirk Kademann. Das war sehr schön anzusehen, aber trotzdem nur eine 6 muss besser werden. Karina Sakisova. Ich bin weder 10 noch nicht 90, aber 8 Punkte gibt es von mir. Bravo. Danke. Und Borlas Ecker. Eine kleine Motivationsschub zum Weitermarbeit. 8. Danke. Hey. Danke. Das sind für euch 22 Punkte. 22 Punkte, da nicken beide. Und in diesem euphorischen Gefühl geht ihr jetzt euch sofort umziehen. Setzt euch ins Publikum, wir haben noch einen zweiten Tanz von uns. Bitte sehr. So, jetzt ruhen wieder alle Augerl auf dem Ogerl. Paar 07 ist dran, Fußballlegende Andi Ogris und Vesela Dimova. What's new, Pussycat? Diese Frage hat Andi diese Woche oft gehört, denn er hat zu diesem Klassiker einen Wiener Walzer einstudiert. Eine Miezekatze war im Training nicht zu sehen, dafür aber ein entzückendes, wohlgenährtes Einhorn. Ich habe mich selber belohnt, dass ich das erste Mal auf diesem Parkett einen Tanz fehlerfrei hingelegt habe. Das war der beste Auftritt, den ihr bisher hattet. Ich bestätige das. Neue Woche, neuer Tanz. Ich hab's befürchtet. Diese Woche tanzen wir einen Wiener Walzer. Das muss alles angenehm und entspannt aussehen. Ja, aussehen, aber es ist es nicht. Wir versuchen es mir beizubringen. Ich fange schon zum Schwitzen, wenn wir nur die Stehfigur machen. Das ist ja unglaublich. Sie findet in diesem Trainingsraum immer irgendwelche Utensile. Das letzte Einhorn. Um meinen Kopf nach oben zu bringen, habe ich da einen Pappbecher aufs Hirn gepickt bekommen. Ja, das zeigt der hoch, was soll ich sagen? Mein Einhorchen. Schau, was für eine tolle Idee! Nein, nicht die Requisiten! Nein, komm sicher, hier. Nein! Es ist dann weitergegangen über einen Kleiderbügel, den sie mir in den Rücken eingespannt hat. Komm hier! Ich bin der Trainer. Und weil ich das eine oder andere Mal zu viele Fragen gestellt habe, Tatsache Geschichte, habe ich noch eine Maulsperre auch bekommen. Gut. Das waren nicht so viele Fragen, das war zu viel. Oh, das ist unmenschlich, das geht nicht, kann ich einen rauchen? Da sind keine Fragen. Dann war es aber mucksneisel still im Soll. Wir können gerne beide drehen. Und dann ist ja das eigentlich auf die Nerven gegangen, dass ich keine Antwort gebe. So geht's nicht. Rede jetzt mal mit mir. Ich hab's vermisst. Das heißt, sie hat sich selber ein kleines Gurkel ins Knie gehauen. Was sagst du? H07 tanzt einen Wiener Walzer. Andi Ogris und Vesela Dimova. Pussycat, I've got flowers and
Pussycat knows. Pussycat, Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your Pussycat knows. Andi und Wessela mit einem Wiener Walzer. Und jetzt müsst ihr mir das nochmal kurz erklären, dieses Einhorntraining mit dem Kaffeebecher auf der Stirn. Das hatte genau welchen Hintergrund, Wessi? Das hat den Hintergrund, dass der Andi den Kopf hoch haltet, weil er findet den Boden immer so interessant und sucht irgendwas auf dem Boden. Und gedacht, ist es aber jetzt gelungen? Ich hoffe. Und Andi, wie war es für dich? Es war ja vor ein paar Wochen für dich der langsame Walzer, so das große emotionale Ziel. Wie war es jetzt mit dem Wiener Walzer? Sehr schön. Ich habe ihn genossen, vor allen Dingen mit meiner Tanzpartnerin. Und auch das kann mir keiner mehr nehmen. Ich habe Walzer getanzt. So ist es. Du bist mittendrin bei Dancing Stars und wir erinnern uns an letzte Woche. Dirk hat dich ja für deinen persönlich besten Tanz gelobt. Wie war das heute? Ja, also ich muss sagen, ich mag euch ja sehr gerne und ihr seid so sympathisch und du bist so galant, so charmant in deiner Vorführung oder in der Präsenz deiner Partnerin. Aber das war heute nicht so gut. Ja, da müssen wir mal ans Tanzen gehen und mal weggehen von der Galanz. Die Wiener Walzer-Schritte, ich habe nie geschlossene Schritte gesehen. Ich habe zu wenig geschlossene Tanzhaltung gesehen. Die Achsen waren nicht gut getanzt. Ausdrucksmäßig okay, aber es war wirklich nicht so gut. Und ich gehe jetzt mal mehr aufs Fachliche und gehe nicht auf deine Galanz und Eleganz und deinen Charme. Ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr Qualität sehen. Und das war letzte Woche besser. Heute waren die Schritte wieder etwas unlesbarer. Dankeschön, Dirk. Ja, ich glaube, Latein liegt ihm besser. Ja. Ist er doch der Samba-Ogerl, oder? Dann schauen wir mal, wie das der Polnisch gesehen hat. Ihr habt bis jetzt nach dem Motto gearbeitet, glaube ich, weniger ist mehr. Und da habt ihr kleine Fortschritte gemacht. Und jetzt habt ihr versucht, mehr zu machen, aber in meinen Augen ist es weniger geworden. Ihr seid von dem klassischen Weg ein bisschen abgekommen, was eigentlich euch gut stand. Ich würde euch raten, dass ihr nicht herumexperimentiert mit verschiedensten Hebern, das machen die anderen, sondern macht einfach die klassischen Walzerschritte. Eine schöne Rechtswalzer, aber auf der Linie, nicht gesprungen, schon schön geschlossen auf dem dritten Schritt. Baut lieber einen Wechselschritt, einen Linkswalzer ein und holt diese Sachen. Weil genau das, was wir von euch erwarten. Die Heber lassen wir für die Youngsters. Okay. Kritische Worte von ja, dem männlichen Part in der Jury. Carina, kannst du Andi und Wessi noch ein bisschen aufbauen? Also ich habe mich nie getraut, etwas ganz, ganz Tolles und Liebes zu Ihnen zu sagen, weil immer, wo ihr jetzt gerade steht zwischen euch, ist Ihre Frau gesessen. Jetzt steht da Alfons Heider, wo der sitzt. Und jetzt traue ich mich endlich zu sagen, dass ich sie total lieb finde. Und wie sie tanzen, ist es eigentlich
Okay, mag an Mangel, an Schritte mangeln, ja, aber es ist total lieb und flüssig auch, ja, und irgendwie als Gesamtpaket sehr anschaubar. Das Einzige, was mir nicht gefällt, dass die Wessi immer noch wie im Zirkus ihnen sagen muss, hopp, und jetzt drei, und jetzt heber, und jetzt komm, und jetzt sing, und jetzt steh, und jetzt auf, und jetzt runter, ja, und das sieht man total, ja, das ist das Einzige, was ich noch kritisieren kann. Aber ansonsten mag ich ihren Tanz total und ich finde sie voll lieb. Und heute kann ich das wirklich sagen, weil der Alfons leider kann nicht zurückreden. Dankeschön, aber das können Sie auch sagen, wenn meine Frau da ist. Vielen Dank. Das glaube ich. Also ich wünsche Ihnen auch viele Anrufe und viele, viele Fans, was Dankeschön. Sie auch haben, bestimmt. Danke, Carina. Danke an die gesamte Jury. Wessi, du darfst deinen Andi jetzt mit zum Klaus nehmen. Wie am Fußballplatz gibt es auch hier bei uns zwei Hälften. Die eine Hälfte, das ist die Entscheidung der Jury. Ja, und die andere Hälfte, das ist Ihre Entscheidung. Sie zu Hause. Wollen Sie Andi und Wessel am nächsten Freitag hier wieder tanzen sehen? 09010 59 09 07. Das Rosa passt übrigens hervorragend. Solltest du auch privat einmal probieren? Gibt es eine Fußballmannschaft, die ein rosa Dress hat? Ja, Barcelona Auswärtsdressen sind rosa. Ah, die sind rosa, genau, genau. Und da kommt ja dieser Blick hinunter, das ist ein Fußball angewandert, oder? Ja, es gibt kaum einen Fußballer, der. Obwohl ja, es gibt schon Fußballer, die dann. Ja, aber du musst deswegen trotzdem immer ein bisschen Blick am Boden haben, dass du die Beine des Gegners siehst. Und dass du weißt, wo er hingeht, dann gehst du auf der anderen Seite vorbei. Aber beim Tanzen ist halt anders. Einer, der mir extrem auffällt, also immer habe ich schon, ist der Messi. Der Messi schaut nicht auf, der weiß aber genau, wo die anderen sind, ja, die genau. Richter, die Gespürer. Und du hast aber. Die Wesseler wird immer strenger. Das ist schon am Ton aufgefallen. Der Zirkus gefällt mir sehr gut, was die Carina gesagt hat. Sie peitscht dich durch den Ballsaal ein bisschen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und das brauchst du aber, oder? Nein, absolut richtig. Die Wesi sollen nur so weiter tun. Bis jetzt sind wir mit dem ganz gut gefahren. Und wir werden das auch weiter beibehalten. Sie ist der Taktgeber. Ende und ich muss mich unterwerfen. Jawohl! Und sie weiß ja genau, wenn sie zu weit geht, also der teilweise Gesichtslockdown da, der hat nicht funktioniert, weil sie dann doch abgeht und die eine oder andere blöde Bemerkung von dir kommt. Na, Brauli, das geht ja dann auch, es fehlt ja dann. Jetzt hast du an dir selber auch schon, sag ich mal, Verbesserungen bemerkt? Ja, ich denke doch, dass man vorige Woche und auch teilweise heute gesehen hat, dass das was mit Tanzen zu tun hat. Und da muss ich mich bei meiner Wesi bedanken, weil sie mich dazu bringt. Merkt sie die Choreografie schon weiter. Besser? Merkt sie? Er merkt die Choreografie schon viel leichter. Er muss nicht immer aufschreiben, ein paar Videos anschauen von unserer Choreografie, was wir gebaut haben, und dann passt schon. Also früher sollte immer aber Bilder, aber immer noch Bilder, oder? Oder ja, zählst, ich muss dann zählst du schon? Nein, ein bisschen mitzählen tue ich schon, aber halt falsch. Also, hoffentlich zählen wir jetzt die Punkte richtig zusammen, bitte, Christina. Ich glaube, das wird nicht so schwer. Wir beginnen mal bei dir, Kaidemann. Ja, muss besser werden, Andi. Nur die drei. Carina Sakisova. Also, ich finde es nicht überbewertet, wenn ich eine 7 gebe. Oh, danke schön. Und Paula Schecker. Nichts vergessen, oft ist weniger, mehr, 4. Danke. Das sind für euch 14 Punkte. 14 Punkte. Johann Greuf, danke. Danke. Na, 14 Punkte ist ja hervorragend. Also, sind wir ihr zufrieden? Seid zufrieden, du kannst aus dem Rosa aus, zieh dich um für den Jitterbug und setzt dich dann ins Publikum. Wenn Sie wissen wollen, welche zwei Tänze tanzt der Andi Ogris eigentlich nächsten Freitag, falls er weiterkommen sollte, wie gut kennen sich unsere Paare mittlerweile und wie sind jetzt die Regeln ganz genau, wenn es darum geht, wer am Schluss gehen muss? Antworten auf all diese Fragen finden Sie bei uns im Internet auf dancingstars.orf.at. So, drei Paare haben den Einzeltanz noch vor sich, bevor sie dann zu den Tanzduellen kommen. Dazu zählt auch Paar 05, das für heute eine Rumba einstudiert hat. Dieser sexy und erotische Tanz war erstaunlicherweise gar nicht so einfach für Sänger Cesar Sampson. Für Conny Kreiter schon.
Mir ist eigentlich hauptsächlich in Erinnerung, dass es irgendwie urgeil war. Ich muss sagen, ich bin wieder von euch begeistert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du kannst mich auch Conny nennen. Man muss sagen, wenn man so die Hälfte der Staffel quasi überlebt hat. Knochenbruch hatten wir noch nicht. Stimmt, Prellung aber wir hatten Bänder zerrend. Da blickt man sich herab und schaut halt, wo es Zeichen der Abnutzung gibt. Kapsel quetschend. Wir hatten Muskelknöpf verknotend. Blaufleckend. Blaufleckend. Das ist kein Kindergeburtstag. Rumba wird nicht weniger anstrengend. Ich sag's dir gleich. Der Rumba ist für mich zumindest der Tanz, wo ich mich so richtig batschert fühle und so richtig fühle, als hätte ich zwei linke Füße. Eins und zwei. Ah ja, der. Ja, in your dreams, Alter. Boah, es geht nur nicht in meinen Kopf. So anspruchsvoll auf diesen Schuhen zu gehen, das ist echt arg. Also ihr Frauen, warum tragt ihr sowas? Echt? Wir tragen noch höhere, ich trage doch ja, zu, also, wie du. Ja, also wirklich. Er sieht ein bisschen aus wie Karate Kid, wenn er Rumba tanzt. Genau. Ich hoffe, das kriege ich noch irgendwie raus. Aber das ist der einzige, also quasi die Connection, die ich noch kriegen kann. Okay, das ist wie Karate, das kann ich. Hilfe! Wir hoffen, dass die Jury milde urteilt. Paar 05 tanzt eine Rumba. Cesar Sampson und Conny Kreuter. Was für eine Rumba. Ihr zwei, ich habe mir vorab sagen lassen, ihr habt euch die Kritik von letzter Woche sehr zu Herzen genommen und habt jetzt nicht auf die Beine und Füße geachtet, sondern viel auf die Arme. Erzählt mal ein bisschen. Naja, wir haben auf vieles geachtet, weil die Summe aller Feedbacks der letzten Wochen ja fast keine Gliedmasse ausgelassen hat. Ich versuche meine Füße zu aktivieren, meine Hüfte independent. Rippenbögen zu verbiegen. Und für die Carina haben wir die Finger eingebaut. Ich hoffe, es hat geklappt. Wo speziell? Generell, dass er die Hände tanzt. Mhm. Schauen wir mal, ob sie das honoriert. Sie ist auch die Erste, die euch Feedback geben wird. Also, ich möchte Ihnen danken. Dafür danken, dass Sie das gehört haben und dass Sie das konstruktiv genutzt haben und nicht negativ aufgenommen haben. Es war Gänsehaut pur. Danke. Es waren Momente, die ich teilweise durch diese weiße Schleier gesehen habe und ich dachte,
ich würde gerne auch mit Ihnen tanzen. Ich meine, ich finde Conny wunderbar. Ich finde Conny wirklich wunderschön. Aber wenn eine Tänzerin sowas denkt, ja, also so wie sie heute, also generell Männerhände sind etwas Fantastisches, finde ich, und etwas Besonderes. Und so wie sie heute mit ihren Riesten und Händen getanzt haben, das war einfach Erotik und Rumba pur. So wie eine Rumba sein soll, auch im Bollasch saugen? Vielleicht. Dann klär uns bitte auf. Na, natürlich seid ihr wahnsinnig, ihr seid toll und ihr macht super. Habt ihr tausendfach gehört und deine Arme sowieso, weil ja Männerarme sind wichtig. Bla bla bla. Carina steht auf Männer und das ist ja gut so. Du sollst nicht auf nur Männer stehen, das ist absolut in Ordnung. Ich stehe lieber auf Frauen, ich stehe lieber auf die Conny und passt gut. Aber ein bisschen reden wir vom Tanzen auch noch. Ihr habt es wirklich zu Herzen genommen und habt auch bewusster gearbeitet mit dem Armen. Hat man gut gesehen, geht in die gute Richtung. Ich würde nur sagen, vielleicht ein bisschen länger halten. Der Körper kann weiterarbeiten, aber der Arm kann noch da bleiben. Vielleicht gibt noch mehr Sinn. Und eine Kleinigkeit, was vielleicht auch in den anderen Tänzen sich umsetzen lässt. Achte auch auf deine Rückwärtsschritte. Vorwärts bist du immer präsent, aber rückwärts bist du ein kleiner Bub. Und ja, ein Mann ist vorwärts, rückwärts immer ein Mann. Männlich oder? Und sanft. Männlich und sanft. Und das war. Ja, jetzt wollen wir mal den Dirk da auch noch mit einschalten. Ja, so ein kleiner Bub ist ja gar nichts. Also, ich bin ja ein Fan von euch, das wisst ihr ja. Weil ich mag euch wirklich sehr gerne als Paar einfach anzuschauen. Die Gardine störte mich total, weil ich konnte stellenweise ja nicht sehen. Ich musste ja fast von diesem Pult runterspringen, damit ich da was sehe. Magisch. Ja, ist das nicht magisch für dich, aber nicht für mich, weil ich sitze hier rechts. Ja. So, Choreografie toll. Am Anfang ging das super los. Dachte ich, wow. So, und wo dann der erste Basic-Schritt kam, ja, Open Hip Twist, Overturned, da war das dann so ein bisschen holzig, nicht so schön rotiert. Das muss besser sein. Sehr schöne Posen, eine sehr erotische Darstellung. Das liegt aber auch im Paar, weil das erotisch einfach irgendwo funktioniert. Ja, in der Ausstrahlung zumindest. Das ist die Reibung. Und ist die Reibung, ach so, ach ja. Was, ja, gut. Okay, die Reibung. Der Kleider. Die Reibung, schön. Also ich fand es wirklich gut, aber ich muss sagen, in der Rumba wünsche ich mir das dann in den Basics noch besser. Mhm. Ja, Drehung besser. Wäre immer besser. Na? Ich arbeite hart. Dankeschön an die Jury. Ihr werdet das Feedback wahrscheinlich wieder umsetzen. Da sind wir schon gespannt. Dankeschön. Und das ist euer Applaus. Während ihr euch am Weg zum Klaus macht, ja, César und Conny, die beiden haben gezeigt, was sie diese Woche gelernt haben. Aber sie wollen am liebsten schon morgen wieder weiter trainieren. Doch dafür müssen die beiden es noch in die nächste Runde schaffen. Und zwar mit ihrer Hilfe von zu Hause. 09010 59 09 05. Garagenschaft, immer. César und die Riesenbratzen. Lass einmal schauen, du hast gar nicht so große Hände. Das sind eher Klavierspielerfinger. Das finde ich auch. Das hat lange Finger. Das hat lange Finger. Also sind gar nicht solche Bratzen. Da erwartest du dir mehr, als er greifen kann. Also, ja. Du hast. Aber ich möchte noch was anderes herzeigen: die Füße. Kannst du bitte deinen Schuh da heraufstellen? Ja, siehst du schwer. Kann man das filmen? Das ist ein sogenannter. Das ist ein Stöckelschuh. Ein Lateinschuh ist das. Das ist ein Lateinschuh, der hat einen Stöckel und der stört dich. Warum? Naja, also es ist eine Kombination. Es ist dieser Schuh, der einem schon mal die Basis raubt irgendwie, für einen Mann, der sowas nicht gewöhnt ist. Und dann kommt die Rumba und sagt noch, man muss auch besonders die Hüfte bewegen. Also sehr viel weibliche Energien, die man da in sich finden muss. Und das ist gar nicht so leicht. No, das weiß ich nicht. Also diese Männer, die Flamenco-Tänzer zum Beispiel. Ah, Corazon. Ja, also ich muss mir einen Bart wachsen lassen, damit ich das quasi gegentarieren kann. Flamenco-Tänzer haben kein Bart. Mein Lieber, was ist ein Schnauzer vielleicht. Aber du kannst immer noch irrsinnig gut wirbeln. Ich kann immer noch, wenn ich den Absatz aus dem Spiel nehme, ja. Ah, du hast getanzt zu Apologize. Da gibt es Erinnerungen, denn Apologize hast du in diesem Ballroom schon gesungen.
Ganz genau. Ich habe den, das war der erste Tanz, den ich gesungen habe in der Staffel, ich glaube 6 oder 5 oder irgend sowas. Da hat der gute James Cottrell einen Rumba. Als Sänger, muss ich dazu sagen, als Sänger im Live-Orchester. Ganz genau. Ja? In diesem Live-Orchester mit fast 2011 all denselben Leuten, die jetzt auch da sind. Ja. Das war sehr schön, das war eine schöne Erfahrung. 2011 und das, der da war der. Kennst du noch? Klatschen. James Cottrell, hast du das? Du hast gewusst, wer da, der ist dann zu diesem Song, den du gesungen hast, war der erste Tanz und dann ist er rausgeflogen gleich. Ganz genau. Und ich war mir nicht sicher, war ich der Schuld war, war es das Lied, war es vielleicht doch der James? Oder hast du ihn jemals wieder getroffen? Ich habe ihn wieder getroffen, aber ich habe ihn darauf nicht angesprochen, muss ich sagen. Nicht, er hat dir vergeben, beziehungsweise ist jetzt gerade beschäftigt, für alle anderen 5 Paare anzurufen. Also, wir begrüßen James Cottrell from here. Danke, dass du da warst und du hast ihm natürlich vergeben. Ja. In der Zwischenzeit singt er das ja. Hey, oder? Ja, ich mag den Song eigentlich. Ja. Und ich hoffe, ich mag ihn auch nach dieser Show noch. Naja, natürlich. Apologize. Ich hoffe, dass ich die Jury jetzt nicht entschuldigen muss für die Punkte, die du jetzt kriegst, Christina, bitte. Wir kommen zur Jurywertung für eure Rumba, Dirk Heidemann. Technik muss verbessert werden, aber es hat mich trotzdem wieder sehr berührt. Eine 9. Hallo. Karina Sakisova. Hallo, auch von mir eine 9. Yeah. Und Bolasch Ecker. Für die wunderbare Conny und César 8. Das macht insgesamt 26 Punkte für euch. 26 Punkte. Seid ihr glücklich? Sehr. Überglücklich. Ja, aber sucht ihr auch nichts anderes. Geht euch jetzt umziehen und bereitet euch vor auf den Jitterbug, unseren zweiten Tanz. So, und jetzt startet der Countdown für Paar 03. Moderator Norbert Oberhauser und Katharina Melak. Ja, auf der To-Do-Liste von Norbert und Katharina steht heute der oder die Samba. Weil über den richtigen Artikel sind sich selbst die Profis nicht einig. Dem Norbert und der Katharina war die deutsche Grammatik aber völlig wurscht. Die mussten nämlich eh Latein büffeln. Für uns war der letzte Freitag sehr gut. Gell, Norbert? Das bleibt ewig in meinem Herzen, in meinem Kopf, in meiner Erinnerung. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Hat immer ich mich je 3 Tage lang daran erinnern können, weil ich den Kajalstift nicht rausgekriegt habe. Hallo, Saal. Hallo. Ich brauche immer mehr Klumpert, damit ich dem Norbert das Tanzen beibringe. Diese Woche tanzen wir eine Samba. Samba, Samba die ganze Nacht. Die Latinos sind eher heißblütig. Ja, ich würde mal sagen, ich bin so mittlere Wärmestufe, oder? Heiß. Lauwarm, ja. Lauwarm. Danke vielmals. Wir haben ja gegoogelt, was einen Latino ausmacht, um ganz sicher zu gehen. Ja. Ein Latino hat dunkle Haare. Egal. Kopf. Eher ein bisschen eine dunklere Hautfarbe. Ah, bitte? Neben ja. Mir schon. Ja, Rhythmusgefühl. Bam, check, oder? Aber nicht zu viel verorschend, weil sonst... Das ist verorschend. Ach so, okay. Also wenn du das ernst meinst, nein, okay. Dann ist okay. Das muss irgendwie eine lateinamerikanische Version von mir sein. Wir brauchen einen spanischen Namen für dich. Ja, ich brauche jetzt einmal die Schritte, bevor wir den Namen brauchen. Ein Steirer mit südamerikanischem Akzent, ein Kernöl-Latino. Norbert, du gehst mit dem Gewicht hinten nicht. Kathi, gib mir ein bisschen Zeit, ein bisschen nur. Den Schritt. Ja. Dann bin ich eher noch so ein Kernöl-Bambino. Paar 03 tanzt Samba. Hier sind Norbert Oberhauser und Katharina Malek. Thank you.
Katharina Malek mit Norbert Oberhauser im transparenten Samba-Hemd. Das war ja, ich glaube, vor Dancing Stars so dein Angsthemd. Der, hast, tatsächlich. Hast dich aber ich sehe mich ja von hinten nicht. Das ist der Vorteil. Weißt du? Lass dich mal anschauen. Ja, aber ich bin da nirgendwo durchsichtig. Du, ich sehe es, es ist ganz okay. Ganz okay? Ja, ist super heiß. Norbert schaut toll aus. Kann mich kaum halten. Ihr habt jetzt schon 3 Lateintänze und 3 Standardtänze hinter euch. Und ich habe da 2 wunderbare Begriffe auf meiner Karte stehen. Norbert, wo siehst du dich eher? Bist du mehr der Standard-Steirer oder eben der Kernöl-Latino? Ich hoffe, dass ich in beiden ein bisschen besser werde von Woche zu Woche. Wir hauen uns echt rein. Die Kathi hat super Geduld mit mir und es macht so viel Spaß inzwischen. Wenn von den ganzen Pappenheimern hier mal zu tanzen, macht auch Spaß, muss ich sagen. Wir schauen jetzt mal was anderes, gell? Wir überlegen uns immer was Neues in Dancing Stars. Bolasch, du beginnst jetzt und gibst Feedback. Ja, Samba wird oft das Slowfox der Latino-Tänze bezeichnet, weil es ein sehr technischer Tanz ist. Und das war auch klar, dass dadurch, dass die letzte Woche sehr gut gelungen und sehr gut gelaufen ist für euch, dass diese Woche noch eine Steigerung natürlich noch schwerer wird. Und das gerade mit der Samba, die vollgestopft mit technischen Elementen. Dann fangen wir mal an mit dem Bounce. Eigentlich Grundsatz aller Samba-Bewegungen ist die Bounce-Bewegung. Die Bounce-Bewegung fängt oben an, aber endet nicht unten, sondern oben. Und genau dadurch kriegt die Samba ihre Leichtigkeit. Das war nicht der Fall. Eure oder deine Bounce-Bewegung, besser gesagt, ist immer unterbeendet worden. Da ist immer ein bisschen stecken geblieben. Ja, dadurch war das ein bisschen hölzern. Da waren natürlich beim Promenade Run ein paar Fersenschritte dabei. Gehört auch nicht wirklich so getanzt. Ja, so, es gab schon technische Sachen. So, was soll's? Okay, danke schön. Schaut's ja, weitermachen, ja. Arbeiten, Gas geben, wird schon werden. Versprochen. Vielen Dank, Polasch. Dirk, du schaust auch sehr auf die Technik. Was ist dir da aufgefallen? Ja, also ich kann nicht sagen, dass die Samba von oben beginnt. Die Samba beginnt von unten. Ja, also es beginnt erst das Knie sich zu strecken, welches gebeugt ist. Dann geht es auf den Ballen, dann stößt du dich ab auf den nächsten Schritt. Das ist der Bounce eigentlich. Ja, es geht von unten nach oben. Aber auch das habe ich nicht gesehen. Es war wirklich, und das hat Baller schon richtig gesagt, das ging sehr hart. Ja, die Landung war sehr hart. Und ja, ich fand es auch ein bisschen nachgedacht. Und ich glaube, die Standardtänze stehen dir besser. Ja, rhythmisch war es okay, nicht so gut in der Unterscheidung der verschiedenen Rhythmen. Ich sehe kaum Beckenrhythmus, was ganz charakteristisch für Samba ist, vorwärts und rückwärts. Ja, also da gilt es noch nachzubessern. Da war es in Standard schon noch besser als in Latein. Okay. Ja. Dankeschön, Dirk. Carina. Leute, also ich bin eigentlich ihr Befürworter und sie wissen das, aber nein, so nicht. Das war eher eine Parodie auf Samba und eher so, wie ich das zu sagen mag, Urlaub Türkei, Cocktail Nummer 7, ja. Sie haben ausgeschaut wie ein Maikater, der hinter eine... Also, ein Maikater? Ein Kater, also, im Mai... Ein Käfer? Nein, also, so die Katzen im Mai, die bekommen so... sowas. Ja. Rollig, die werden rollig, kann das sein? und laufen hinter ihre Katze her und versuchen, irgendwelche Bewegungen zu machen, um sich auf sich Aufmerksamkeit zu ziehen. Also das war eher das Gefühl des Parketts. Und sie haben total ihre Arbeit zerstört. Es tut mir sehr leid, ich kann das leider nicht positiv bewerten. Okay, ich wollte schon, ich aber wirklich nicht. Das finde ich aber nicht, dass er meine Arbeit zerstört. Er bereichert meine Arbeit ein bisschen. Ja, mehrmals schon, aber heute hat er ihnen geschadet. Also ich habe leider kein schönes Parkett gesehen. Und so, deswegen bitte auf Anrufer hoffen und besser werden und Carina, bevor du dann aber dein finales Urteil fällst, dreh dich noch einmal um, schau noch mal nach hinten. Ich weiß, was hinter mir sitzt. Und dann ich weiß, was hinter mir sitzt. Es geht immer schlimmer, es wird immer schlechter. Genau. Und damit schicke ich euch schon an die Bar. Danke.
Samba können Norbert und Katharina von der Tanzkarte streichen, aber beim Tanzduell müssen sie heute nochmal aufs Parkett. In der Zwischenzeit können sie zu Hause für die beiden aber schon voten und ihnen helfen, in die nächste Runde zu kommen. 090 10 59 09 03. Reden wir drüber. Naja, Norbert, ja. Der rollige Kerl, Maslatino. Ja, was mir gefallen hat, ist die Erinnerung von der Christina, dass ich sage, vielleicht nach hinten schauen soll. Weil wenn wir uns erinnern an den Betzen, wir wollen das alle nicht, aber da bist du ein Nureyev dagegen. Also jetzt apropos können, am Anfang hast du Ukulele gespielt ein bisschen. Und das war ja eine ursprüngliche Idee von der Katharina, war, sie hat dich gefragt, kannst du Gitarre spielen? Und du hast leichtsinnigerweise gesagt, ja. Ja, weil ich geglaubt habe, sie spricht davon, dass ich jetzt vielleicht zwei, drei schräge Akkorde spielen kann. Das kriege ich nur zur Not zusammen. Dann kommt sie mir mit dem Intro von Volare. Das hast du gehört, oder? Ja, natürlich. Ja, du hast das auch gehört. Vorher lerne ich die gesamte Choreografie von dem Musical Cats, bevor ich das auf der Gitarre lerne. Das ist so sausch. Respekt übrigens. Ich habe mir den Herrn Grad wohl da hinten ausgeborgt. Dankeschön, wirklich. Das war... Also... Aber er hat er. Für unsere Band, ich muss fragen, er hat es gut simuliert, oder? Das Trr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 r
ich kann es nicht. Gut, ich wollte das einmal lernen, habe gleich aufgegeben, wie ich es gesehen habe. Okay. Jetzt, jetzt ist so, ich habe gehört, dass wenn du fertig bist, das sind wahrscheinlich die ganzen Tanzpaare, die jetzt da sind, nach dem Freitagabend sind alle ein bisschen erschöpft. Dann lass die Spannung nach. Und bei dir ist aber, bist nicht nur du erschöpft, die ganze Familie ist erschöpft. Deine Frau ist fertig, die Kinder. Die Kinder sind nicht so fertig. Die Kinder leiden schon mit. Aber die haben sich was, letztens, wie ich heimgekommen bin vom Training mit der Kathi, denkt man, was ist denn da, hörst du für einen Lärm im Zimmer, geh hinein. Meine beiden Buben und deren Freunde sitzen drin, haben aufgebaut einen Tisch mit drei Stühlen dahinter. Sonst gesessen und einer hat vorne getanzt. So ganz, einer, aber nur als einer, Solo-Tänzer. So ganz lauter Musik. Ja. Sag ich, was macht ihr da? Sag ich, Dancing Stars. Sag ich, ja, cool. Ja, und wer ist da dran? Ja, der Markus. Sag ich, gut. War der Papa schon dran? Ja. Sag ich, und wie viele Punkte wir kriegt? 29. Ich sag, super, das ist 2x10. Und dann sagt der Finn, der Ältere, ja, und einen weniger vom Dirk, wie immer. Deine Kinder sind gute Beobachter. Die sind das, ja. Also ich glaube, 29 wird sich heute nicht ausgehen nach den Kommentaren. Wir sind aber sehr gespannt natürlich, ja, wie viele Punkte schauen es gibt für unseren, wie sage ich jetzt, Gypsy King vom Uhrturm. Also, bitte sehr. Bleiben wir beim Kernöl Latino, Dirk Heidemann. Ja, genau. So, die Ukulele war süß, der Rest war leider nur eine 3. Carina Sakisova. Das sind sogar 3 weniger von dir, aber 3 mehr von mir, 6. Ja, ich glaube, die Carina hat sich vorher noch mal umgedreht. Sehr gut. Und Paula Schecker? Ich glaube, es ist Tatsache. Es war nicht eure beste Woche, aber vielleicht kommt eine bessere Woche nachher. 5. Oi, da ist aber nichts. Dankeschön. Kann nur besser werden. Wenn das 5 sein soll, haben wir insgesamt 14, ja, genau, für euch. Ja, das 14? Ja. Nicht bloß. Also buddhistische Bescheidenheit. Genau so. Und geht euch umziehen für das Tanzduell. Es gibt ja noch Chance, es gibt so 3 Punkte. Und für den letzten Einzeltanz des Abends ist Paar 04 jetzt aufgewärmt. Michi Kirchgasser und Vadim Garbusow. Ja, aber die sind nicht nur selbst aufgewärmt, sondern sie heizen uns auch noch ein mit einer heißen Rumba. Doch davor schauen wir wie immer noch ins vielversprechende Training. Sehen Sie jetzt gleich einen freudig erregten Vadim und hören Sie eine knackige Michi. Letzter Freitag war... Grandios, es war ein grandioser Tag. Das erste Mal, wir einen ersten Platz bekommen haben. Das Gute ist, wir wissen, wer rastet, der rostet. Oder auf das Auszurasten kann ganz böse enden. Fest und hart weiter trainieren. Und ja, der neue Tanz macht es eh nicht gerade leichter. Guten Morgen. Wow, guten Morgen. Ach, Samstag in der Früh waren wir noch nicht da. Wir tanzen diese Woche eine Rumba. Eins,
Gib mir das, yes. Das Schöne an der Rumba ist, es ist Vadims Lieblingstanz. Ja, ich liebe die Rumba. Sehr gut. Zwei, mach die Beine saftig und geil. Die Rumba ist generell der Moment vor dem Kuss. Nicht der Kuss selber, sondern der Moment vor dem Kuss. Yes, ein nah zu mir. Eine dramatische, sinnliche Verbindung, intensivst zwischen zwei Menschen. Yes. Schulter runter. Knistern. Knistern. Turning. Hüfte ist was echt. Hat das geknackst bei dir? Die Michi hat gedacht, oh, Rumba ist endlich mal ein langsamer Tanz. Super. Oh, die Schritte, ja, die sind nicht so viele wie in den anderen. Und dann auf einmal merkt man, dass es knackst überall, wo man tanzt. Und Waffelschiss. Und der Vadim hat dann einfach das liebevoll umgewandelt, dass ich mich entkalke. Dann auf einmal, mach eine größere Hüfte. kalkt sich aus. Ja. Okay, bitte, Leni. H04 tanzt eine Rumba. Hier sind Michi Kirchgasser und Vadim Gabusow. Michi und Vadim, also ich sag's euch, das Feuer war nicht das Heißeste hier am Dancefloor. Huh. Und Vadim, es ist erstaunlich, was bei dir alles vor dem Kuss passiert. Mhm. Naja, die Blume aus Fitzmus hat sich stark verändert. Die hat viele Facetten, die Blume, ja. Letzte Woche, Michi, warst du ja schon sehr sexy, hast eine sehr weibliche Seite gezeigt von dir. Kannst du dich da immer mehr auch reinfinden jetzt so in diese Seite? Ja, ich glaube schon, aber sind aber so die ersten 2-3 Tage als beim Rumba-Training war das so. Okay. Knacksend. Knacksend, aber es hat mit jeder Trainingsstunde mehr Spaß gemacht und er ist ein unglaublich guter Lehrer und Trainer und ja, wir haben viel, viel Spaß miteinander. Ja. Schauen wir, wie das hier die paar Meter zu unserer Jury gewirkt hat. Dirk Heidemann. Ja, ich hoffe, das Feuer geht bald aus, weil ich glühe hier so langsam irgendwie. Okay. Ist das gut fürs Gesicht? Nee, Kälte ist besser. Wir haben Maskenbildnerinnen, die pudern dich wieder ab. Anyway, ja, die pudern. So, pass auf, letztes Mal war ich ja begeistert von euch, weil das war ja ein Jungbrunnen und das war ein Cha-Cha, das war der Knaller und überhaupt. Und diesmal war es, fand ich,
auch von der Choreografie nicht so schön. Ich fand den ersten Lift überhaupt nicht schön. Ja, ich mag es nicht, wenn es mir zu breit da und der Dame da zwischen die Beine gegangen wird. Ich mag das nicht. Und dann ist Rumba auch ein eigentlich schneller Tanz. Man denkt immer, es ist ein langsamer Tanz. Es ist ein schneller Tanz, weil durch die langsame Tempi hast du mehr Zeit, dich viel mehr Bewegung reinzubringen in den Tanz durch das langsame Tempo. Und das habe ich nicht gesehen. Also es war mir heute etwas zu dünn und auch etwas nachgedacht wieder. Ja? Vielen Dank, Dirk. Carina. Also, zum ersten Mal, zum zweiten Mal Gänsehaut heute. Gänsehaut total. Dankeschön. Erstens wegen der Musik natürlich auch, ja. Also wie diese Menschen hier singen und spielen da unten, das macht 50% des Tanzes schon mal aus, ja. Zweitens sehe ich jedes Mal eine andere Michi und das wundert mich so sehr, dass eine Sportlerin, dass ein Mensch, der nicht aus dem Theatermilieu stammt, in einem anderen Beruf sich so gut macht. Das ist unglaublich. Ich dachte mir mal, ich bin Hochleistungssportlerin, ich stelle mich auf die Ski und fahre da runter. Nichts ist passiert, schlecht war das, ja, könnte ich nicht. Also wie sie sich auf dem Parkett machen, unglaublich. Jedes Mal eine andere Michi und sie sind in noch eine höhere Liga aufgestiegen. Ich gratuliere ihnen dazu. Das ist ein Triumph. Danke. Carina sieht eine deutliche Entwicklung und Bolasch? In der Natur und glaube ich auch in Filzmoos sind Blumen, die nur einmal blühen. Und es gibt Blumen, die auch nach einem harten Winter noch einmal kommen und aufblühen können. Und ich überlasse jetzt den Zuschauen die Entscheidung, zu welcher Blumengruppe sie einreihen. Ich habe, glaube ich, meine Meinung mehr als deutlich ausgedrückt. Bolasch ist kein Gärtner und hat trotzdem ein Faible für Blumen wie Michi. Dankeschön vielmals auch an Vadim. Danke. Euer Applaus. Aber, und das richtet sich jetzt an Sie zu Hause, wenn wir etwas in dieser Show gelernt haben, dann, dass kein Paar hier vor dem Abschied sicher ist. Also wenn Sie Michi und Vadim nächsten Freitag hier wiedersehen wollen, dann müssen Sie auch was dafür tun. Zum Beispiel anrufen oder eine SMS schicken. 09010 59 09 04. Da sieht man schon. Sieht man eure Figur, eure hingeworfene. Ja, ja, das war toll, das war wunderschön. Also ich bin jetzt nicht sicher, wofür sich der Bolasch entschieden hat. Wisst ihr genau, was er jetzt gemeint hat? War ein bisschen zweideutig, ne? Ja, ich hoffe, die Winterharten, die was jetzt auch wieder kommen. Das, im Zweifelsfall immer das Positive nehmen. Da immer, völlig, immer, aber immer es war, Positive. Immer. Mir ist auch bei der Matz, haben wir wirklich gedacht, das ist was runtergefallen. Es hat ein Geräusch gegeben. Wenn man da positiv denkt, dann denke ich mir, das ist der Tanzknopf aufgegangen. Das war aber nicht. Ja, es hat einiges gekracht und es ist, er hat es sehr schön gesagt, also er entkalkt mich immer. Ja, ich denke, also der harte Skifahrerinnenkern wird aufgesprengt und drinnen ist der weiche Tänzerinnenkern. Ich bin aber selbst von mir ein bisschen überrascht, was ich dann immer wieder schaffe. Also es ist eh ein harter Weg bis dahin, da hat er sehr, sehr viel Geduld mit mir. Aber es wird dann wirklich mit jeder Stunde besser und es macht mir unheimlich viel Spaß, das alles zu lernen, zu machen und machen zu dürfen. Und ja, es ist. Aber schön. Ich bin ein bisschen überrascht. Es ist wirklich so, dass man im Skisport doch eine gewisse Steifigkeit sich antrainiert. Und dass die ja, du musst ja sehr stabil sein. Es sind so viele Kräfte im Werken und das ist eigentlich alles gegenteilig zum Tanzen. Also, ich muss sagen, dass es gibt kaum eine andere Sportart, die so unhilfreich ist für Tanzen. Das ist alles nach innen, Brüste innen, alles nach innen gekehrt, verspannt, nichts nach außen. Also die Veränderung muss man viel trainieren. Und ich bin dankbar, dass du sehr viel an dir arbeitest, damit du dich aufmachst. Damit wir, dass wir knacken im Training, damit wir knallen auf der Tanzfläche. Okay.
Bist du Skifahrer? Nein, nein, ich bin sicherlich schlecht. Dann hast du eh keine Ahnung, wovon du redest. Wir haben schon gesagt, im Winter muss man mal kommen. Gewichtheberinnen sind auch nicht gerade. Aber um es einmal zu sagen, dass du doch nicht so verkalkt bist, schauen wir uns vielleicht noch einmal die eine Figur an. Schau da her. Den Todeswurf, das ist unglaublich. Da wollte ich schon ein bisschen die Rettung rufen anfangen. Heia! Diese Figur habe ich noch nie gemacht mit einer Promi-Dame und ich habe noch nie gesehen bei einer Promi-Dame. Ich habe gedacht, wir packen es heute aus. Ich traue dem Micha was zu. Also, Premiere und ganz, ganz, ganz große Klasse. Welche hast du Veränderungen bei dir jetzt schon, also über diese 5 Wochen? Merkst du an dir selber, was hat sich verändert, außer jetzt, dass du gelenkiger geworden bist? Der Körper verändert sich natürlich mit so viel Training und alles und man merkt schon, dass man sich selbst anders bewegt, dass man sich anders bewegen traut. Reden tue ich immer noch gleich, glaube ich, aber wir haben einfach sehr, sehr viel Spaß und das ist alles, was zählt. Ja, also es ist bei anderen, ich habe so gehört, immer so das Feedback, die Michi ist selbstbewusster geworden. Kriegst du das Feedback auch zu Hause? Ja, also es ist Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein sind ja für mich zwei verschiedene Dinge. Selbstbewusst war ich eigentlich schon immer. Ja. Selbstsicher nicht ganz, weil es einfach, ja, man stellt sich vor allem bei neuen Sachen hin und denkt sich so, lieber ist man, ich sage mal 10 Leute, das passt gut, als wir sagen einer allein und den muss glauben und da brauche ich einfach sehr, sehr viel Zuspruch und es hilft aber und man wird dann doch nicht nur selbstbewusst, sondern auch selbstsicher. Man hat schon gemerkt, also beim Anfang ist das Paket, das ein bisschen ein Glatteis. Aber ob ich da jetzt darauf ausgerutscht sei, dass du eine schöne Figur hingelegt hast, das hören wir gleich. Christina, bitte die Punkte für die beiden. Die Jury bewertet eure Rumba wie folgt. Dirk Heidemann. War sehr schön, aber beim letzten Mal war es besser. Daher eine 7. Karina Sakisova. Ihr 2 plus 1 Punkt für die Musik. 10. Wow. Und Bolasch Ecker. Diese Blume hat diesen Winter, besser gesagt, diese Rumba hat diesen Winter überlebt. 9. Yeah. Das sind 26 Punkte gesamt für euch. Cool. Das ist ein Hund, der Ballasch, wenn der das versteckt. Also ihr seid die Letzten, die sich jetzt umziehen müssen für die Tanzduelle. Und da sind wir schon sehr gespannt. Bitte sehr, geht's. So, damit sind jetzt die Einzeltänze vorbei. Wir sehen jetzt gleich doppelt auf dem Parkett mit den Tanzduellen. Tanzduelle, das schaut so aus. Je 2 Paare tanzen gleichzeitig und gegeneinander. Und was tanzen sie? Sie tanzen Jitterbug. Wobei, ich muss zugeben, Jitterbug, das habe ich davor nicht gekannt. Klaus, wie würdest du das beschreiben? Ja, wenn es direkt übersetzt ist, Jitter ist irgendwie zittern, wollen und Bug ist ein Käfer. Also, normal musst du am Rücken hauen und deswegen. Na, das ist ein Tanz aus den 20er, 30er Jahren, bei den Afroamerikanern sehr beliebt. Aha. Kommt das also ein bisschen also aus der Alkoholikerszene, also eine Anspielung. Und ein unglaublich wilder Tanz. Und da drüben, schau, da drüben fangen wir schon an aufwärmen. Ah, ja, ja. Ja, das muss man auch bei dem Tanz. Es heißt auch, Jitterbug ist so der Vater oder der Vorläufer von Lindy Hop, von Jive, Rock'n'Roll. Mhm. Und wir haben 3 Songs, die zu diesem Jitterbug passen. Und das Schöne ist, die Paare haben keine Ahnung, welche Musik sie kriegen, zu welchen dieser 3 Songs sie tanzen werden. Ja, das hört sich spannend an und Sie wissen ja auch nicht, gegen welches Paar Sie antreten werden, denn die Duelle, die ergeben sich erst jetzt aus dem Jury-Zwischenstand nach dem ersten Tanz. Es tanzen nämlich die ersten beiden Plätze gegeneinander, die mittleren beiden Plätze gegeneinander und die untersten beiden Plätze gegeneinander. Also schauen wir uns mal den Punktestand an. Auf dem ersten Platz liegen Michi und Vadim mit 26 Punkten. Und sie tanzen César und Conny mit ebenfalls 26 Punkten. Ja, bei Ex Equo zählt nämlich die Paarnummer. Und deswegen Silvia und Danilo gegen Natalia und Stefan. Und dann haben wir auch noch das letzte Tanzduell. Und das erste Tanzduell hier am Parkett. Das sehen wir von Norbert und Katharina gegen Andi und Bessela. Ja, und deswegen bitten wir die Paare jetzt für das erste Tanzduell aufs Parkett. Vergessen Sie zu Hause inzwischen nicht, für Ihre Favoriten zu voten. Und schon ändert sich deine Politik.
Julia und Danilo hoffen nach ihren Slowfox auf ihre Anrufe und SMS unter 09010 59 0908. Natalia und Stefan wünschen sich nach diesem Cha-Cha-Cha nicht nur Respekt, sondern auch Unterstützung unter der Endnummer 10. Wenn Andi und Wessela Sie zu Hause mit ihrer Wiener Walzer-Romantik angesteckt haben, Endnummer 07. Wollen Sie nach dieser Rumba César und Conny nächsten Freitag wiedersehen, dann wählen Sie Endnummer 05. Auch Norbert und Katharina wollen nach Samba noch mehr zeigen, wenn sie zu Hause das ebenso wollen. Endnummer 03. Und wenn Sie in dem Ballroom auf keinen Fall auf Michi und Vadim verzichten wollen, dann ist es die 09010 59 09 04. Nach diesen Tänzen hintereinander sehen wir jetzt zwei Paare nebeneinander, und zwar im direkten Vergleich bei einem Jitterbug, wie wir gelernt haben. Wobei die Paare aber nicht genau wussten, zu welchem Song sie denn eigentlich tanzen werden. Also das macht es so spannend, weil jetzt wird sich zeigen, welche Paare auch spontan sein können. Wir starten mit At the Hop. Ja, und das erste Tanzduell dieser Dancing Stars Geschichte, das heißt jetzt Norbert und Katharina und Andi und Wessela. So when the chicken at the hop, do the dance sensation, let us sweep the nation at the hop. Let's go to the hop, let's go to the hop, let's go to the hop, let's go to the hop. Come on, let's go to the hop, let's go. Super Stimmung in dem Saal, wie es noch nie war die letzten Wochen. Das erste Tanzduell in der Dancing Stars Geschichte ist getanzt. Ihr habt es geschafft. Und bevor wir herausfinden, wer es gewonnen hat, wollen wir noch um einen Kommentar unserer Jury fragen. Welches Paar hat euch denn am besten gefallen im Vergleich? Wir beginnen bei Carina. Also beide Paare haben eigentlich enorm viel Energie gegeben. Und beide Paare haben eigentlich in verschiedenen Zeitpunkten auch gleich Schwierigkeitsgrad, gleiche Bewegungen gemacht und Heber. Ich fand den Andi auch ein bisschen, dass er ein bisschen mehr reingesteigert hat heute. Ich weiß nicht, was ist, Norbert. Vielleicht bist du heute, sie sind heute etwas müder oder eher, weiß es nicht, vielleicht einfach die Stimmung. Aber der Andi wirkte total, wirkte kräftiger ein bisschen. Danke, Carina. Schau mal, welchen Eindruck der Bolosch hat.
Ja, Jitterbug, Rock'n'Roll, alle Rock'n'Roll-Tänze strahlen Fröhlichkeit aus. Und Fröhlichkeit habt ihr alle beide ausgestrahlt. Das ist ja gut. Ihr habt das alle beide gegossen vielleicht auch. Aber ich bin so bei den Blumen hängen geblieben, ich bin genau beim Gießen. Ich bin sicher, ihr habt das genossen, weil das hat man angesehen. Und das ist gut so. Das ist Jive, das ist Rock'n'Roll, das ist Jitterbug. Aber viele sagen, Rock'n'Roll ist nicht nur ein Tanz, Rock'n'Roll ist auch eine Lebenseinstellung. Und daher muss ich sagen, dass vielleicht das nicht von euch allen beiden die absolute Lebenseinstellung ist. Du machst das interessant, Oller Stirk. Wie hat dir das Duell gefallen? Also das Feeling vom Jitterbug, dieses ja alkoholisierte oder was Klaus vorhin sagte. Ich glaube, hier sind alle nüchtern. Oder auch das Feeling, ich denke schon, ganz sicher. Das soll ja auch nur vom Ausdruck her sein. Das Feeling hat für mich der Andi ganz toll rübergebracht. Das hat mir sehr gut gefallen. War ein gutes Feeling für Jitterbug. Und hier war es mir ein bisschen hölzern. Nicht ganz frei genug in der Musik, in der Charakteristik des Jitterbug, Jive, Lindy Hop. Das hätte mehr sein müssen. Gut, dann stimmen wir jetzt ab und schauen mal, welches Paar die Jury im Duell mehr überzeugt hat. Dirk. Für mich ganz klar. Oh Gott. Wo ist denn das Schild? Ach, hier liegt es. Musst du schon vorher ein bisschen vorbereiten. Ja, hast du recht. Norbert ja. Oder Andi? Der Andi. Dankeschön, Dirk. Carina. Wortlos. Zwei Stimmen für Andi und Balosch. Wo, glaube ich, nicht nur die Schritte, sondern auch die Lebenseinstellung zum Tanz passt, ist für mich. Das ist ein klares Ergebnis. 3:0 für Andi. Ja, für unseren Fußballer. Und damit gibt es 3 Extrapunkte der Jury für Andi und Wessela. So, und Sie zu Hause, Sie können aber natürlich wissens immer noch mitreden. Deswegen darf ich Ihnen jetzt nochmal die Telefonnummern sagen, wenn Sie für Ihre Favoriten anrufen wollen. Norbert und Katharina haben die Telefonnummer 09010 59 0903. Ja, und wenn Sie sich aber dann doch anders überlegt haben und Sie wollen unsere Fußballlegende noch weiter tanzen sehen, dann wählen Sie die 09010 59 0907. Herzlichen Dank, das war unser erstes Tanzduell. Bravo, bravo. Wir lassen das Parkett gar nicht erst auskühlen, es geht sofort weiter. Das nächste Tanzduell steht schon bereit für einen Jitterbug. Und zwar zum 80er-Jahre-Hit Wake Me Up Before You Go Go. Und es tanzen Silvia und Danilo gegen Natalia und Stefan.
Da fallen sie sich in die Arme und übereinander her. Und ja, man muss sagen, es ist schon was anderes als die Solotänze, weil unsere Paare eben nicht gewusst haben, zu welchem Song sie am Ende tanzen werden. Und da fragen wir gleich mal nach bei der Jury, wie dieses Tanzduell angekommen ist. Bolasch. Ich finde es überhaupt super, dass einfach Paare gegeneinander antreten, weil das ist Leben. Leben ist nicht das, ja, du bist schön, Schatzi, du bist auch so schön, Schatzi. Solange alleine auf der Fläche sein, dann ist jeder schön, weil er natürlich alleine ist. Aber natürlich, wenn zwei auf der Fläche stehen und so ist Leben, dann ist einer besser, andere ist schlechter. Und das Zweite, was ich cool finde an diesem Battle-Geschicht, dass ihr nicht wisst, zu welchem Lied ihr tanzen müsst. Und daher, und glaube ich, da sind ein paar Experten und Expertinnen unter euch, gibt es einen Unterschied zwischen Köche, die nur aus einem Kochbuch kochen können, und gibt es Köche, die mit geschlossenen Augen ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer ein Gericht zusammenbringen. Wir werden sehen, wer besser kochen kann. Dankeschön, Bolasch. Dirk? Ja, das war schon gut von beiden Paaren, muss ich sagen. Ich fand es bei Natalia eigentlich auch ein bisschen dirty, ne? Also die ganzen Jitterbugs und Lindy Hop sind ja sehr dirty, ne? Die Tänze, die Swing-Tänze, außer Slow Foxtrot. Aber ich fand es tänzerisch natürlich nicht so gut, aber es war okay. Ich fand dann schon bei euch das noch mehr dirty, ja? Okay? Ja. Yeah. Und Carina, wie fandest du es? Also beide Paare haben offensichtlich zielstrebig eine Choreografie einstudiert, die zu jeder Musik passen kann. Das war sichtbar und auch genießbar, total. Ich fand das bei Silvia und Danilo natürlich ein bisschen freier, weil die sich besser fühlen oder bessere Kommunikation, körperliche Kommunikation haben. Nein, 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 also es ist kein Grund zum traurig werden, Natalia. Es ist wirklich auch euch sehr gut gelungen. Da bangt man wirklich zwischen zwei Paaren, die durchgehend zu der Musik wirklich sehr energisch getanzt haben. Da weiß ich noch nicht, wie das Urteil fällt. Aber Carina, du solltest dich beeilen, weil wir stimmen jetzt ab. Das mache ich nicht. Wir fangen gleich mal an. Dirk, wer hat für dich dieses Duell gewonnen? Für mich ganz klar Silvia. Carina, du musst schon. Ja, und dann haben wir zwei Stimmen für Silvia. Bolasch noch der Form halber. Nicht. Oh. So, das Paar, das nicht nur aus einem Kochbuch kochen kann, ist geführt von einer Frau namens Silvia. 3:0 für Silvia. Damit gibt es 3 extra Punkte für Silvia und Danilo. Ja, aber beide Paare, bleibt noch ein bisschen bei uns, beide Paare hoffen natürlich, dass sie zu Hause auch was für sie übrig haben, vor allem Anrufe und SMS. Silvia und Danilo freuen sich über ihre Unterstützung unter der 09010 59 0908. Und wenn Sie Natalia und Stefan unterstützen möchten, dann rufen Sie an unter der 09010 59 0910. Vielen Dank. So, und jetzt fehlt uns doch das Tanzduell zwischen den ersten beiden Paaren im Jury-Ranking nach den Einzeltänzen. Das heißt, jetzt tanzen Michi und Vadim gegen César und Conny. Oh,
Michi und Vadim und César und Conny, ja, ihr habt es auch geschafft, euer Tanzduell. Und was die Jitterbugs ja so unberechenbar macht, ist auch die unterschiedlichen Tempi in den Songs. Also sich da vorzubereiten, ist sicherlich nicht einfach. Schauen wir mal, Dirk, was sagst du jetzt zu diesem Tanzduell der beiden Erstplatzierten? Das war schon ganz schön schnell, ja. Ich muss sagen, beide Paare haben es gut gemacht. Ich finde Vadim und Michi gut. Aber César und Conny, ich benutze dieses Wort ungern, hammergeil, ja, weil das war richtig Afro-American Jitterbug. I love it. Wow, Carina, wie hat's dir gefallen? Also bei diesen Paaren hat man fast sich schon gedacht, dass die wissen, zu welcher Musik sie tanzen, weil es wurde gedacht, ich weiß, dass ihr nicht wisst, aber gedacht, es war so gut, ihr habt es so gut gefühlt, dass es absolut perfekt gesessen hat, ja, bei beiden Paaren. Und ich bin mir absolut unsicher, was ich eben hammergeiler fand, wenn man Dirks Worte benutzt. Aber ich habe noch eine 30 Sekunden zu überlegen. Carina, du hast noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Bolasch, du antwortest in der Zwischenzeit. Die waren wirklich zwei affengeile Tänzer auf Augenhöhe. Authentisch, flippig, musikalisch, mit Leib und Seele gelebt. Daher kann ich mich gar nicht entscheiden eigentlich. Ihr müsst's. Hammergeil, affengeil, aber wer gewinnt? Das ist jetzt die große Frage. Wir kommen zur Abstimmung im dritten Tanzduell in der heutigen Sendung. Und wir starten bei Dirk Heidemann. Mhm. Ja, affengeil, hammergeil, was auch immer geil, ganz klar, César geil. Eine neue Stufe, also ein Punkt für César. Carina. Es ist auch so schwer, weil eine Promi-Dame und Promi-Herr dabei sind zum ersten Mal. Davor war das ja anders. So, hier... Michi! Oh, Gleichstand. Jetzt wird's spannend und alles liegt bei Bolasch. Oh, warum ich muss immer alles entscheiden? Ja, um Gottes Willen! Jede Blume braucht Wasser! Michi und Vadim gewinnen also dank Bolasch dieses Tanzduell. Sie bekommen 3 zusätzliche Punkte und Bolasch geht baden. Das war eine Szene für die Ewigkeit. Das sollte ja ich machen. Meine Damen und Herren, sind Sie zu Hause der gleichen Meinung oder vielleicht doch anderer Meinung? Der Unterrock ist gut! Sie können anrufen für Michi und Vadim unter der 09010 59 0904. Oder aber, Sie sind Fans von César und Conny, dann lautet die Telefonnummer 09010 59 0905. Vielen Dank an Michi und Vadim, César und Conny. Ich darf euch wieder auf eure Plätze bitten. Denn die 3 Duellsieger, die bekommen eben jeweils 3 Zusatzpunkte von unserer Jury. Und wie das endgültige Ranking aussieht, sehen wir jetzt, denn das Ranking hat sich auch dadurch verändert. Michi und Vadim liegen mit 29 Punkten auf dem ersten Platz. Ex aequo mit Silvia und Danilo. Das bedeutet 6 Wertungspunkte für diese beiden Paare. Auf dem letzten Platz liegen Norbert und Katharina mit 2 Punkten. Ja, aber 1 bis 6 Wertungspunkte kommen ja noch dazu für Ihre Anrufe und SMS von zu Hause. Und erst wer dann im Gesamten am wenigsten Punkte hat, für den ist es vorbei. Ja, der muss heute die Show verlassen. Entscheiden Sie sich also, meine Damen und Herren, mit welchen Paaren es in die nächste Show gehen soll. Aber schnell sein, das Voting dauert nur noch 5 Minuten. Und wer bleibt und wer geht, das schauen wir uns dann an. Bei Dancing Stars die Entscheidung.